Wer bist du und was machst du? Mein Name ist Bartholomäus Rümmeck. Ich mache Grafik, Illustration und Design. Was für eine Art von Kunst machst du? Ja, ich nenne die Kunst selber Monophonografie. Das heißt, alles beim Telefonieren, wenn man anfängt zu zeichnen, dann kritzelt man immer irgendwie. Eine Idee fängt immer an, wenn ich wirklich mit Menschen telefoniere, wenn ich auf der Straße rumlaufe, wenn ich irgendwie unter der Dusche stehe, da kommen meine ersten Ideen und dann baue ich später alles zusammen. Das heißt, ich habe ja verschiedene Sachen, mit denen ich arbeite und am Ende ist so ein Endprodukt, das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Bild sein, was ich gemalt habe für mich oder für jemand anders, oder das können so T-Shirts sein, das können Visitenkarten sein, das können Logos sein, das können Aufkleber sein, das können Internetauftritte sein, alles was man heute so im Internet macht. Und welche Techniken verwendest du? Welche verwende ich nicht? Es gibt alles. Ich male wirklich alles, was mir in die Hand kommt, kann vielleicht gebraucht werden am Ende, wer weiß. Ab und zu finde ich irgendeinen tollen Zeitungsausschnitt und dann schneide ich den auch aus und dann baue ich den rein. Und ab und zu gehe ich auf den Flohmarkt und finde ab und zu richtig ganz, ganz alte Fotos. Ganz, ganz alte, und die baue ich dann auch in Leinwände ein oder in meine Grafiken. Und die kommen dann später auf Computer und auf dem Computer kann ich die dann wirklich vernünftig zusammenbauen mit den Programmen, die ich dafür brauche, und die sind dann später fertig. Was bringst du Kindern bei? Ja, in erster Linie möchte ich Kinder einladen und ermutigen und am besten begeistern für Erlebnisse, die sie vorher eben noch nicht hatten. Wenn ich mit Kindern arbeite, möchte ich denen was ganz Neues zeigen, was sie vorher nicht kannten, und dass sie erstmal Freiheiten haben, alles zu machen und alles zu malen. Denn wenn man malt, dann darf man alles machen. Dann ist man nämlich grenzenlos. Dann ist alles erlaubt. Denn jede Idee, die man erstmal hat, die ist vollkommen erlaubt. Die darf auch sein und muss auch sein. Und dann hat man tausend Ideen und dann fängt man an. Und ich möchte in erster Linie, möchte ich Kinder begeistern. Wer bist du und was machst du? Ich bin Claudia Krämer-Rubelski. Ich bin freischaffende Künstlerin, komme eigentlich aus Paderborn und habe seit 2004 hier mein Atelier in Schlangen, wo ich meine eigenen Bilder male und auch Kurse für Erwachsene und für Kinder gebe. Was malst du? Was male ich? Ich male momentan, also ich male sehr viele Menschen und ja, was mir so begegnet in den Medien, in den Zeitschriften. Ich sehe irgendwelche Bilder und reiße dann die Seiten aus den Zeitschriften raus und sammle das alles in so einer Kiste. Und dann werden irgendwelche Sachen kombiniert, durcheinander gewürfelt. Da kommen dann zum Beispiel, kannst du das hier sehen, so Sachen raus, dass da verschiedene Motive ein neues Bild ergeben. Sind im Moment ziemlich kritische Sachen. So das Thema Komasaufen hat mich beschäftigt oder Magersucht oder sind solche Sachen. Das sind dann keine netten Bilder, sind halt kritische Bilder. Ja, das male ich im Moment. Welche Technik benutzt du? Ich male mit Acryl auf Leinwand und zwar lasierend. Lasierend heißt, ich benutze ganz viel Wasser, die Farbe ist nur ganz dünn und kommt dann in mehreren Schichten auf die Leinwand, wobei jede Schicht erst zwischendurch wieder trocknen muss und es ist schon langwierig, aber es lohnt sich, die Farben bekommen dann ganz viel Tiefe. Und ja, das ist meine Technik, wie ich male. Was bringst du den Kindern in der Malschule bei? Ja, ich bringe den Kindern und auch den Erwachsenen genau dieses lasierende Malen mit Acrylfarben bei. Und es sind ja zumeist realistische Motive, also ist auch ein Foto oder irgendwas vorhanden. Und dann geht es erstmal um das zeichnerische Erfassen. Und die Formen sind meistens, die Motive sind kompliziert, komplex. Und deswegen versuchen wir solche Motive. Ich habe mal hier eins, um das besser veranschaulichen zu können. Ist so ziemlich kompliziert, ne, diese Tulpen. Und jetzt geht es darum, in den Tulpen Formen zu erkennen. Ich sehe nämlich hier einen Halbkreis. Hier ist ein Kreis, da ist ein Kreis. Wir machen das dann so, dass wir das wirklich so aufschlüsseln, dass wir die Form reinzeichnen und erstmal nur diese einfachen Formen, ich mache jetzt nicht mal alle, sondern es reicht erstmal, es
Es geht erstmal darum, diese drei Kreise bzw. Halbkreise auf das Papier zu bringen. Und dann haben wir schon die Größenverhältnisse. Und dann schlüsselt sich alles immer weiter auf. Dann sieht man hier, die Hälfte ist ein Blatt. Und so entstehen dann die Formen. Das kann man mit allen Motiven so machen, weil in allen Motiven verbergen sich Formen, Kreise, Dreiecke, Quadrate. So, und wenn die Bleistiftzeichnung dann stimmt von den Größenverhältnissen her, dann wird das Motiv nochmal untersucht nach Licht und Schatten. Licht und Schatten ist nämlich ganz wichtig, wenn man etwas realistisch darstellen möchte. Dadurch wird alles ganz, ganz plastisch, wenn man den Lichteinfall und den Schatten malt. Wer bist du und was machst du? Mein Name ist Edwin Bormann und ich arbeite als freier Künstler hier in Paderborn. Was malst du? Also ich male gerne gegenständliche Sachen. Die Motive, die ich mir aussuche, können dann oder sind meistens dann eben auch Porträts, ich dann eben auch auf das Motiv dann reduziere. Wenn ich dann ein Bild male, dann versuche ich das eben auch auf dieses Motiv und die Aussage, die dann dahinter steht, zu beschränken. Und was für Techniken benutzt du? Also ich benutze gerne Schablonentechniken, also Stencil-Technik, Schablonen, die ich mir selber schneide, Freihandmalerei mit Sprühdose, Sprühlack, Freihandmalerei, aber auch vielleicht in dieser Richtung mit Pinsel und Acrylfarbe oder Tusche und Pinsel, Feder. Mit denen dann ich dann irgendwelche Zeichnungen fertige. Was bringst du Kindern bei? Also den Kindern werde ich beibringen, mit den Techniken zu arbeiten und vor allem erstmal auch einen Entwurf zu fertigen für ihr Bild oder eine Idee, die Herangehensweise eben auch an ein Bild oder an ein Motiv, wie man halt generell da vielleicht auch erstmal ohne sich jetzt auf die Technik zu fixieren, erstmal an eine Bildidee ransetzt. Und so arbeite ich halt größtenteils und so würde ich das dann auch vermitteln wollen, dass man vorher eine bestimmte Idee entwickelt, das ein bisschen ausarbeitet auch, mal einfach losgelöst so von den Techniken und Farben vielleicht auch, vielleicht nur so Eindrücke, um das dann später so ein bisschen weiterzuentwickeln und dann auch zu gucken, was für eine Technik kann ich für meine Bildidee am besten benutzen. Wer bist du und was machst du? Ich heiße Elisabeth Brosterhus und ich bin Künstlerin vom Beruf und ich arbeite hier in meinem Atelier, mache Kunstprojekte mit Kindern und Schülern und auch für mich alleine. Und seit wann genau machst du das? Wann hat das angefangen? Also als ich noch zur Schule gegangen bin und ungefähr so alt war wie du, da habe ich schon gemerkt, dass ich Kunst besonders gerne mache in der Schule. Und als ich dann in der Schule war und in die Oberstufe kam, habe ich Kunst abgewählt, weil ich gemerkt habe, wie kostbar mir dieses Fach war. Und ich wollte mir das nicht kaputt machen lassen. Und danach habe ich Kunst studiert und wusste dann einfach auch dann nicht genau richtig, das wollte ich auch wirklich machen. Und was für Kunst machst du? Also studiert habe ich Malerei, Bildhauerei und Performance Art. Und die Malerei ist mir eigentlich bis zum Schluss immer geblieben. Das ist auf jeden Fall mein Schwerpunkt. Und da arbeite ich vor allem mit selbstgemachten Farben. Am liebsten auf Papier, auch auf selbstentwickeltem Papier und mit Glas. Und bei der Arbeit mit Glas, welche Bedeutung hat das für dich? Und wieso arbeitest du so gern mit Glas? Mit Glas zu arbeiten ist für mich einfach ein totales Highlight. Malerei baut sich auf in Schichten, dass man immer so ganz verschiedene Ebenen anlegt, die man immer wieder überstreichen kann.
Und das Glas ist auf jeden Fall die oberste Schicht. Dann fahre ich mit, das mache ich mit Burkhard zusammen, dann fahren wir mit den Bildern, die wir vorher vorbereitet haben, in eine Glashütte, direkt an den Schmelzofen und müssen dann mit diesem heißen Material die Bilder zu Ende malen. Und das heißt für uns beide, wir müssen absolut gut im Team arbeiten, es muss Hand in Hand gehen, wir haben ganz wenig Zeit, weil diese Temperaturen so heiß sind und wenn wir zu lange warten, dann verbrennt alles. Und das ist ein totaler Kick. Also das macht einfach echt richtig Spaß. Und hast du noch Träume oder Wünsche für die Zukunft? Ja, klar habe ich das. Natürlich, zum Beispiel möchte ich wirklich total gerne mit Burkhard zusammen einmal an einen Vulkan fahren, der ausbricht und mit einer Pfeife, das ist ein Glasmacherwerkzeug, das ist eine lange Stange, wo man reinpusten kann, und dann direkt am Vulkan Glas machen. Also Objekte oder mit Glas malen oder zeichnen, das finde ich ganz toll. Aber es ist sehr kompliziert und wir überlegen schon und denken auch schon immer dran rum, wie das gehen kann, damit wir diesen Traum auch mal verwirklichen können. Wer bist du und was machst du? Ich bin Eva Wilke und ich mache bildende Kunst. Mit welchen Techniken arbeitest du? Hauptsächlich Papierkunst. Das heißt, ich benutze Naturmaterialien wie Rinden. Das ist eine asiatische Rinde, aus der man sehr hochwertiges Papier machen kann. Oder hier habe ich getrocknete Spargelschalen, da mache ich auch Papier raus. Das gibt so schön glitzerndes Papier. Und aus diesem Papier Brei erstmal, den ich herstellen muss, schöpfe ich Papier. Das heißt, ich habe eine große Wanne mit dem Papierbrei und dann kommt das Sieb da rein und wenn es rauskommt und es getrocknet ist, was oben drauf ist, ist dann ein Blatt Papier. Und das benutze ich wiederum, um Objekte zu machen. Auch große Objekte aus diesem Papier. Ich mache aber nicht nur Papierkunst, sondern ich male auch und ich mache auch Fotografie. Und manchmal auch große Installationen draußen in der Landschaft. Aber die mache ich zusammen mit einem anderen Künstler, nicht alleine. Und die sind dann oft aus Stoff und Metall. Und wie bist du Künstlerin geworden? Ich komme aus einer Familie. Mein Großvater war Maler, meine Eltern Grafiker. Da ist das dann relativ naheliegend, dass man sich auch in der Richtung interessiert. Und ich habe in Paderborn 7 Jahre Kunst studiert und ein halbes Jahr mit einem Stipendium in Irland auch nochmal Kunst. Was bringst du Kindern bei? Ich habe neben der Kunst auch noch Pädagogik studiert, das heißt, ich bin auch ausgebildeter Kunstlehrer und ich kann im Prinzip alles beibringen. Von Zeichnen, Malen, Drucken, plastisches Arbeiten, Fotografie, was auch immer. Ich mache viele Ferienkurse zum Beispiel in der jungen Volkshochschule, da mache ich Zeitreisen durch die Kunst oder Weltreisen durch die Kunst. Aber auch Porträtzeichnen für Ältere manchmal, wenn es voll wird. Und ich mache viele Schulprojekte, in denen dann nachher auch eine Ausstellung gemacht wird. Das heißt, die Schüler lernen bei mir auch, wie man eine Ausstellung aufbaut, was alles dazugehört, so Einladungen herstellen und verteilen, Plakate herstellen, aufhängen, eine Rede schreiben und die halten. Die Leute bewirten, alles, was zu einer Ausstellung dazu gehört. Das mache ich auch viel. Wie heißt du und was machst du? Ich heiße Hermann mit Nachnamen Reichhold, auch wenn die Zeitung gerne schreibt Künstler Hermann und viele denken, ich heiße Künstler mit Vornamen. Das stimmt natürlich nicht. Und ich bin bildender Künstler. Das heißt, ich beschäftige mich mit Malerei und mit Skulpturen. Und also, welche Art von Kunst machst du? Also darüber streiten sich immer die Geister, welche Art von Kunst ich mache. Ich würde es mal als Street Art bezeichnen, weil meine
Wurzeln sind eigentlich im Cartoon und im Comic. Das habe ich früher gemacht und daraus ist das entstanden, was ich heute tue. Und das hat sich so ganz langsam entwickelt. Das jetzt Pop Art zu nennen, wäre so der Oberbegriff. Ne? Warum malst du so eckige Bilder? Meine Geschichte, habe ich ja eben schon gesagt, kommt so ein bisschen aus dem Cartoon. Ich habe früher ganz runde Figuren und liebliche Figuren gemacht. Und irgendwann muss ich die Entscheidung treffen, um im Kunstmarkt überhaupt auffällig zu sein, muss ich was ganz Besonderes machen. Und das war das eckige Malen. Das hat bis dahin keiner gemacht und bis heute auch noch keiner nachgemacht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, von rund nach eckig zu gehen. Also es war einfach nur so eine Entscheidung von mir, um meine Arbeit in Zukunft für jeden sofort erkennbar zu machen. Und das habe ich konsequent durchgehalten bis heute. Das geht jetzt schon über 20 Jahre so. Und wie arbeitest du mit Kindern? Mit Kindern arbeite ich immer sehr gefühlsorientiert, also intuitiv, so wie Kinder eben sind. Kinder handeln immer aus dem Bauch heraus und ich selbst versuche auch möglichst als Künstler noch Kind zu sein, weil es bringt nichts, wenn ich den ganzen Weltschmerz in meine Bilder bringe, sondern ich will ja Fröhlichkeit verteilen und das ist eben so ein kindliches Verhalten, dass man alles so ein bisschen rosa und schön sieht. Und das versuche ich den Kindern auch im Unterricht dann zu sagen und dazu kommt noch, dass ich denen den Stress nehme, dass sie natürlich nicht so schnell, so gut zeichnen können wie ich. Da muss man lange für trainieren. Bei mir sind das schon über 30 Jahre. Und ich nehme denen so ein bisschen dieses Druckgefühl, von jetzt auf gleich etwas Besonderes zu sein, weil das muss ganz, ganz lange wachsen. Und das kann man mit 10 Jahren oder 12 Jahren noch nicht haben. Und dann meistens mache ich mit denen irgendwelche humorvollen Bilder oder sage, jetzt erfinden wir mal ein paar Blumen und dann machen wir Schweineblumen zusammen und Hühnerblumen und Hundeblumen und machen irgendwelche fantasievollen Sachen. Und bei Kindern ist es eben so, die steigen dann voll ein und man muss da gar nicht viel tun. Man gibt denen ein paar Tipps, zeichnet, helft denen mal ein bisschen beim Zeichnen und das war's schon. Wer bist du und was machst du? Ich bin Hyacinth Pakula und ich bin Künstler und genauer gesagt Maler. Und welche Art von Kunst machst du? Ich male auf Leinwand in Öl- und Acrylfarben. Meistens sind das aber auch Mischtechniken, wo ich auch verschiedene Materialien verwende, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Spachtelmassen, Kreiden, derartiges. Und von Inhalten her denke ich mir, das Hauptthema meiner Werke ist die Natur in ihren verschiedenen Facetten und Möglichkeiten der Farbgebung. Das alles beeinflusst mich unheimlich auch. Die Reisen, alles, was ich so unterwegs mitnehme, das speichere ich in meinen Kopf und das setze auf Leinwand um. Wie bist du zur Kunst gekommen? Ja, ich war ja so ein bisschen böser Bube als kleines Kind und meine Eltern haben mich im Atelier eines Künstlers vermittelt, wo ich auch mich da diesmal richtig entwickeln konnte und die Möglichkeit hatte, wirklich alles Mögliche auszuprobieren. Auch in jungen Jahren wirklich sämtliche Techniken schon mal kennengelernt, so dass ich schon mit 10 Jahren mein erstes Ölbild gemalt habe. Und wie vermittelst du Kindern Kunst? Ja, ich versuche den Kindern einfach Augen zu öffnen für das vielleicht weniger Sichtbare, für Details, für die Zwischentöne, auch das, was uns die Natur unter anderem, was mein Hauptthema ist, auch zu bieten hat, so dass die ein bisschen vielleicht mal von dem Abkommen, wo sie jetzt auch ständig mit beschäftigt sind, mit Playstation und Computer und allem Möglichen, so ein bisschen das wahre Leben zu greifen und einfach ausprobieren. Und wenn man natürlich auch Lust hat, kann man das ja auch für sich entdecken und vertiefen. Auch jedes Kind, denke ich, wenn es will. Wie heißt und was machst du? Ich bin der Klaus Zech, bin freischaffender Künstler, Maler und Objektbildner. Welche Art von Kunst machst du? Ich male abstrakt und ich male gegenständlich. Und da verwende ich alles, was an Materialien gibt. Ölfarben, Acrylfarben, Pastelle, Aquarelle, verschiedene Unterlagen, verschiedene Malgründe wie Leinwände, wie Papier. Ich mache Skulpturen, große, kleine,
Holzschnitte, Ninolschnitte, alles, was eben so in der bildenden Kunst gemacht wird. Kleine Objekte in der Bildhauerei, kleine Bronzefiguren und was eben alles, wenn wir nachher mal rumgehen, dann werdet ihr ja Verschiedenes sehen. Hier links zum Beispiel sehen wir schon mal so ein abstraktes Bild, was keinen Titel hat, weil ich nicht weiß, was das sein soll, ganz ehrlich. Aber ich finde die Kombination der Farben schön, die Konstruktion der Figur, das Objekt ist sehr schön. Und es muss ja nicht alles immer einen Titel haben, nicht? Und wie arbeitest du mit Kindern? Ja, den Kindern versuche ich zuerst einmal das Handwerkliche zu zeigen und beizubringen. Denn wenn man das Handwerk beherrscht, dann kann man eigentlich alles machen. Das fängt also an, indem man ein bisschen Farblehre bespricht, die Materialien mal etwas bespricht, einen Bildaufbau mal gestaltet, irgendwie ein Stillleben mal zurechtstellt. Und es muss natürlich Spaß machen, nicht? Das ist ganz wichtig. Eigentlich schon in meinem mobilen Kunstcontainer. Nein. Nein. Ja, dann wollen wir das mal rein. Wie heißt du und was machst du? Ja, ich bin Manfred Webel und bin Künstler. Bin Bildhauer, mache Formen, Skulpturen, die draußen stehen. Mache aber auch kleine, tolle Miniformen, mit denen man was machen kann, die man verschenken kann, die Freunde zusammenbringen. Und welche Art von Kunst machst du? Ja, meine Kunst ist eigentlich immer für andere da. Man kann da was mitmachen, man kann da drauf rumtouren, man kann sich da gemütlich reinlegen und ja, eindeutig, sie sind immer gelb, orange, rot, haben ganz warme Farben, weiche, runde Formen. Warum machst du diese Kunst? Ja, uns geht es hier so gut, in Paderborn, in der Stadt, überhaupt im Land Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, und ich finde, Kunst muss irgendwie was zurückgeben an die Gesellschaft. Es gibt ja auch viele Leute, denen es nicht so gut geht. Deswegen mache ich zum Beispiel sehr gerne Objekte, die zum Beispiel wie diese Form hier mitten in der Stadt Bielefeld steht. Und die ist richtig groß, die Form. Ich kann das mal zeigen. Die wird nämlich 4 Meter hoch. Und dann können sich alle, die da wohnen, Lust haben, können sich da draufsetzen, da drauf rumspielen, vielleicht BMX-Rad fahren und damit spielen. Und wie arbeitest du mit Kindern? Ja, ich liebe Kinder. Kinder haben so viel Fantasie. Die haben selber so viele Ideen, 1000-mal mehr Ideen als ich. Und ich möchte Kinder ermutigen, aus ihren Ideen was zu machen. Nicht einfach nur rumspinnen und träumen, sondern aus einer Tasse eine Untertasse machen oder ein Boot und damit wirklich über den Ozean fahren. Das möchte ich. Ich möchte Kinder ermutigen, selbst ihre Ideen ernst zu nehmen und dafür auch was zu tun. Wer bist du und was machst du? Ich bin Wolfgang Brenner und komme aus Paderborn, habe hier mein Atelier als freischaffender Künstler. Das heißt, ich mache Malerei, ich zeichne und arbeite natürlich auch in der Druckgrafik mit Siebdruck. Warum machst du Siebdruck? Ja, Siebdruck ist von mir die am besten oder am meisten favorisierte Drucktechnik. Nämlich mit Siebdruck kann ich alles umsetzen, was ich habe und was ich mache. Ich zeichne, ich male, ich fotografiere. Und das kann ich alles im Siebdruck verwenden. Machst du neben dem Siebdruck auch andere Kunst? Ja, neben dem Siebdruck mache ich natürlich auch noch andere Kunst. Das heißt, ich male, ich zeichne. Und ich mache Collagen. Collagen, das sind Teile, wo man Sachen zusammenklebt. Ich finde also Sachen, verschiedene Papiere, klebe die zusammen. Und was ich auch noch mache, das sind Assemblagen. Das heißt, ich nutze Gegenstände, die ich dann auf Leinwände oder auf etwas aufbringe, sodass sie in den Raum hineingehen. Und das ist dann der nächste. Ich verändere Räume. Das heißt, ich mache Rauminstallationen. Kannst du von der Kunst leben? Ich kann von meiner Kunst leben und das auch recht gut. Ich verkaufe zum Beispiel über meine Ausstellungen. Ausstellungen mache ich mittlerweile weltweit, also nicht nur in Paderborn.
nicht nur in Europa. So war die letzte Ausstellung zum Beispiel in Belleville, der Partnerstadt Paderborns. Aber da habe ich neben dem, dass ich Bilder verkauft habe, auch noch einen Kunstpreis bekommen, der dann auch noch ein bisschen was eingebracht hat. Neben den Ausstellungen gibt es dann noch andere Sachen, die ich mache, zum Beispiel Kinderprojekte über das Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Da gibt es Kultur und Schule oder den Kulturrucksack. Daneben habe ich dann noch die Uni Paderborn, wo ich noch unterrichte.